Moin Leute und willkommen zu einem neuen Review. Heute schauen wir uns das Virtual Shot an. Das habe ich mir bereits auf der IWA ein bisschen vorgestellt. So ein kleiner Einblick. Und jetzt habe ich hier beide Möglichkeiten, wie wir das an der Waffe montieren können. Ich habe die Vollversion der App und dann würde ich mal sagen, wir schauen uns das Ganze mal an. Ist ein sehr interessantes System. Bevor wir den Unboxing starten, eine wichtige Info. Virtual Shot ist nur kompatibel mit einem Handy, was aus dem Jahre 2019 oder eher, also 2020, 1 und so weiter, gebaut wurde. Wenn ihr ein älteres Handy habt, also älter als 2019, wird das nicht funktionieren. Bevor ihr irgendetwas kauft, schaut bitte einmal im App Store unter Virtual Shot oder Play Store und schaut, ob ihr die App runterladen könnt. Wenn da steht, diese Version ist nicht mit dem Gerät kompatibel, dann funktioniert es leider nicht, weil die App ist sehr prozessorlastig, dann ist das Handy zu schwach für diese App. Wenn ihr das downloaden könnt, dann wird es funktionieren. Die Gewehrmount, die ich hier gerade vorne drauf habe, dieses Teil hier, optional noch mit dem Sniper Scope, diese kostet 89 Euro. Da bekommt ihr die Mount sowie auch ein Code zur App. Und die Pistolenmount, die hier vorne ist, diese kostet 119 Euro. Ebenfalls dann auch mit dem Zugang der App. Wir liefern das Ganze in diesen kleinen Karton. Wenn wir das Ganze mal öffnen, haben wir dann die App drin und einen Zettelkram. Bevor ihr das Ganze wegschmeißt, ganz wichtig, hier habt ihr einmal einen Quick Start Guide und hier drin ist ebenfalls auch ein Zugangscode für die App. Weil wenn ihr die App normal runterladet, dann könnt ihr sie zwar starten, aber ihr müsst einen Account anlegen und da diesen Aktivierungscode einlegen. Wenn ihr keinen Code habt, könnt ihr die App nicht benutzen. Auch noch wichtig zu wissen, die App ist nicht an euer Gerät gekoppelt, sondern an den Account, den ihr erstellt. Das heißt, ihr könnt also auch, wenn ihr irgendwann ein anderes Handy habt, ganz easy dann die App rüberziehen. Ihr müsst ihr dann nichts neu kaufen. Wichtig ist natürlich, die Anwenderdaten nicht vergessen. Bei den Mounts, ihr seht schon, 22mm Rail, ganz easy. Einfach aufsetzen, aufschrauben, fertig. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch bei dem Rifle Scope diese Zielfernrohr-Variante nutzen. Eigentlich ist das hier nur eine Linse und das packt ihr hier vor und dann könnt ihr dann, wenn ihr da durchschaut, an euer Handy ranzoomen. Also das Display wird krass rangezoomt. Ziemlich cool, funktioniert sogar. Zum Entfernen, wenn wir das mit Red Dot nutzen wollen zum Beispiel, zeige ich euch auch mal eben ganz easy. Da seht ihr vorne ein Rädchen. Na, wenn wir das nach unten drehen und dann können wir dann dieses Teil sonst hier einfach reinsliden und festdrehen, wenn wir es nicht möchten. Einfach normal zumachen, ausrichten, festdrehen, fertig. Also hier ganz easy, kann man leicht montieren und wieder abmontieren. Bei der Pistolenmount haben wir es schon ein bisschen komplizierter. Denn nicht jede Pistole ist gleich lang. Zum Montieren brauchen wir eine 22mm Rail auf der Unterseite, die seht ihr hier. Aber die Schlittenlänge variiert ja bei den Pistolen. Und bei der SP1 war es so, das am Anfang gar nicht gepasst hat. Deswegen habe ich auch das hier mal mitgenommen als Pistole zum Zeigen. Wir können aber zum Glück diese Mount in der Länge verstellen. Dazu schaut ihr einmal auf diese Unterseite. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen kann. Das ist jetzt ziemlich dunkel und ziemlich schwarz. Hier habt ihr zwei Schrauben. Diese Schrauben löst ihr, dann könnt ihr diese QD-Mount nach vorne oder nach hinten ziehen. Dann könnt ihr Länge variieren. Und dann passt das auch auf solche High-Cupper-Modelle. Zum Montieren einfach aufsetzen. Und dann den Hebel umlegen. Sollte das zu locker oder zu stramm sein, könnt ihr hier die Schraube das noch einstellen. Das ist eine ganz normale QD-Mount wie beim Red Dot oder ähnliches. Gleiches Prinzip. Und dann habt ihr dann hier die Mount. Diese Mount, wie ihr schon sehen könnt, wahrscheinlich diese ist hochwertiger, massiver. Das ist nämlich ein Metall. Das ist viel Alu. Trotzdem wird dann die Pistole frontlastig durch dieses Teil. Vor allem, wenn das Handy nachher reinkommt, dann habt ihr hier das sehr frontlastig. Bei der Rifle Mount, hier haben wir einen Kunststoff, hat kaum Gewicht und fällt auch gar nicht mehr so krass in Schwerpunkt, wenn ihr das Teil mittig platziert. So, ich würde mal sagen, wir schauen uns die App mal an. Zum Einsetzen slidet ihr euer Handy einfach ein, wichtig, ohne Hülle. Wenn ihr eine Schutzhülle drum habt, wird das nicht funktionieren, das ist zu dick. Das Handy muss blank sein. Aber wenn ihr irgendwie so eine Panzerglasfolie habt, das ist kein Problem. Zum Einsetzen nehmen wir jetzt einfach unsere Mount und sliden das Handy mit dem Display nach vorne ein. Wenn ihr die Red Dot Möglichkeit benutzen wollt, dann macht ihr das Handy mittig rein. Wenn ihr die
Zielfernrohr-Variante haben möchte, dann müsst ihr das Handy nur an der linken Seite reinsetzen. Also dann muss das Handy so sitzen für das Zielfernrohr. Wir nutzen gleich die Red-Dot-Variante, weil sonst seht ihr zu wenig in der App. Deswegen machen wir es hier einmal mittig. Wenn ihr das Handy drin habt, dann könnt ihr natürlich auch das Handy fixieren in der Höhe hier einfach. Da habt ihr vorne einen Schraubverschluss, dann könnt ihr hier einfach drehen und dann damit die Höhe einstellen, dass das Handy dann auch fest drin sitzt. So, jetzt starten wir die App. Dafür komme ich einmal rum, dass ihr mehr sehen könnt. So, wir starten die App. Und normalerweise habt ihr jetzt hier erstmal den Anmeldebildschirm, wo ihr eure E-Mail-Adresse eingibt, den Passwort, damit ihr dann den Account damit verbinden könnt. Hier seht ihr schon einmal eine Safety Instructions. Ganz wichtig. Ihr müsst alle Haken setzen, damit ihr die App starten könnt. Macht das aber nicht nur so wie ich, einfach hier, ach, einfach Haken rein, gut ist, sondern lest es durch und nutzt diesen Safety-Stop einfach einmal, um zu gucken, ist eine Kugel noch in der Waffe, sind meine Magazine eventuell noch voll und so weiter, dass hier nicht aus Versehen Schuss sich löst. Nutzt einfach diesen kurzen Stopp, einmal kurz Checkliste und dann auf Continue. So, jetzt haben wir hier verschiedene Möglichkeiten. Einmal zum Einstellen, wenn wir auf das Zahnrad klicken, können wir einmal einstellen, Yards oder Meter. Und hier haben wir den Mode. Der ist ganz wichtig. Aktuell ist es auf Rifle Red Dot eingestellt. Wir können aber auch sagen Pistole für die Pistolen-Mount oder Rifle. Und wenn wir jetzt schon bei Rifle gucken, dann sehen wir hier zur Ausrichtung das Zielfernrohr. Hier würde dann dieses Zoom-Visier drauf kommen. Ich kann mal gucken, ob das überhaupt machbar ist vom Zoom her. Wird dann so aussehen. Ja, es funktioniert sogar cool. Und dann schaut ihr so durch. Wenn das ist dann rangezoomt. Wir gehen jetzt aber wieder auf Rifle Red Dot. Ihr könnt auch einstellen, wie empfindlich das Handy sein soll, wenn sich ein Schuss löst und so weiter. Aber sonst war es schon mit den Einstellungen. Wichtig nur beim ersten Einstellen, habt ihr einen Red Dot, habt ihr nämlich hier in der Mitte einen Punkt, habt ihr ein Zielfernrohr, habt ihr es nämlich hier in der Ecke oder auch links in der Ecke, wenn ihr möchtet. Oder nutzt die Pistolenmount, habt ihr nämlich hier unten dann ja, das Ziel quasi, wo dann die App erkennt, ob ihr getroffen habt oder nicht. Je nachdem, was ihr für eine Einstellung habt, geht der Schuss im Bildschirm woanders hin. Ganz wichtig. Am Anfang empfehle ich euch erstmal zur Range zu gehen. Ganz normal. Denn das ist einfach ein Level ohne Zeitlimit und mit ganz vielen Zielen. Und da seht ihr auch schon mein Red Dot Punkt. Und ich kann jetzt auch hier mit Plus, mit dem Pfeil hoch und Pfeil runter, das einstellen, wenn mein Red Dot höher oder tiefer sitzen sollte. Na, dann kann ich dann die Waffe aufs Ziel bringen und schießen. Jetzt brauche ich natürlich jetzt ein Schussgeräusch. Das habe ich jetzt nicht. So, hier haben wir auch ein paar ziemlich coole Features. Einmal können wir hier uns den Schuss angucken. Da sehen wir unser Target und wir sehen auch, wo wir getroffen haben. Das ist natürlich jetzt hier noch ziemlich easy, aber wir können auch die Ziele auf bis zu 100, 200, 300 Meter einstellen. Da brauchen wir dann auch dann die Zoom-Optik. Wir haben hier ein Leaderboard. Hier ganz cool. Das ist eine Schule. Hier wird euch beigebracht, wie ihr eigentlich richtig schießt. Wir können auch irgendwo drauf gehen und das Level laden. Da habt ihr erstmal ein normales Video von YouTube. Das schaut ihr euch an. Der erklärt euch das, der Werte her. Und dann könnt ihr zu der Range und das dann ausprobieren, was der Kollege gesagt hat im Video. Und so könnt ihr dann euch ja selber Schießen beibringen, auch als Newbie. Die Schule können wir auch hier bereits anwählen, den zweiten Button. Der große Spaß kommt bei den Minigames. Hier haben wir eine große Auswahl. Gehen wir ganz kurz durch Training Levels. Hier seht ihr auch schon ein Star-Rating, was man machen kann, und ihr schaltet das nächste Level frei, wenn ihr das vorherige abgeschlossen habt. Die Levels werden immer schwieriger. Hier gibt es nur ein Problem. Die Entfernungen werden meistens auch immer größer. Und irgendwann werdet ihr, ich habe mich hier mit der Pistolenmount das gemacht, aber an einem gewissen Punkt werdet ihr mit der Pistolenmount nicht mehr diese Ziele auf 200 Meter treffen können. Das habe ich aber bereits den Entwicklern gesagt, weil theoretisch seid ihr dann gelockt, wenn ihr nur die Pistole benutzen möchtet. Dann schafft ihr mit dem Beispiel bis Level 4. Ab Level 5 ist die Entfernung so groß, das könnt ihr gar nicht mehr treffen. Das Ziel ist nur noch ein Pixel groß bei euch. Und dann könnt ihr ein Level nicht mehr machen, obwohl es vielleicht eventuell wieder näher geht von der Distanz, weil sich die Ziele dann bewegen oder ähnliches.
Da soll demnächst auch eine Option kommen, Level zu skippen. Oder aber, wie in dem Fall, könnte man einfach auch die Mount wechseln auf das Zoom-Visier, dann könnte es easy machen. Hier haben wir auch mal eine weitere Auswahl. Hier haben wir fallende Ziele, Long Distance, Genauigkeits-Challenges auf Zeit, Präzision, IPSC haben wir auch die Möglichkeit, Hostage-Szenarios. Einfach hier mal durchgehen und sich durchspielen. Junkyard können wir uns auch mal einmal kurz anschauen. Das ist ein Level, da habt ihr 60 Sekunden Zeit. So, Junkyard, das ist jetzt ein bisschen doof, weil das Level ist hier hinten. Wir können sich hier frei im Raum bewegen. Gut, jetzt seht ihr also einmal kurz die Seite vom Studio. Wir haben hier 60 Sekunden Zeit und dann ist es dann das Ziel, diese Flaschen hier zu treffen. Ja. Ja, oder die roten Plates da hinten. Ja, und je nachdem, wie viele wir erwischen, desto höher wird unsere Punktzahl. Hunting Levels, denke ich mal, ist selbsterklärend. Da habt ihr also dann Tiere, also Rehe beispielsweise, als hier verschiedene Distanzen. Zombie Survival, ebenfalls ganz cool. Lass mal wieder gucken, wo ist das Ziel? Wahrscheinlich genau wieder hinter uns, cool. Hier habt ihr eine lange Straße und dann kommen jetzt immer Zombies auf euch zu und ihr müsst so lange wie möglich überleben. So. Zombie Levels, das gleiche Prinzip, aber die Anzahl an Zombies ist fest und mit jedem Level kommen mehr Zombies und Black Hawk Down ist ein Survival Level. Da habt ihr aber Leute, die auf euch zurückschießen. Hier müsst ihr also gucken, dass die Ziele schnell erwischt werden, weil ansonsten eure Lebensanzeige runtergeht und wenn die auf 0 geht, habt ihr verloren. Und dann müsst ihr halt auch gucken hier, dass ihr so lange möglich überlebt. Und genauso wie eben ist das Level wieder gerade verkehrt rum. Also kann man vielleicht ein bisschen was sehen. Das ist doof, man muss jetzt immer so schauen. Naja. So. Armory, hier können wir auch noch ein paar Einstellungen machen. Wir können die Ballistik ändern. Wir können mich hier das Kaliber einstellen. Aktuell habe ich 223 Remington, also M4 Kaliber, ihr könnt das aber auch einstellen und je nachdem habt ihr auch eine andere Flugbahn der Kugel. Ihr könnt natürlich auch hier das Scope einstellen, wenn wir möchten. Genau. So, und das waren eigentlich dann auch schon die ganzen Sachen, die wir machen können. Na, am meisten haben wir wirklich bei den Gallery Levels. Hier haben wir am meisten, wenn wir uns hier mal durchklicken, da habt ihr also einiges, was ihr machen könnt. Achso, da. Krass, Alter. Und Punktzahl? Was haben wir? 2,4. Hört jetzt nicht so gut, aber. Oder? Ich wurde jetzt nicht mit gestreckter Flugbahn oder so ein Scheiß, ne? Du hast eingestellt 223 Remington. Also, du hast auch Bullet Drop und so weiter. Ach aber auf so. 400 Oh. Yards. Ja. Ist das ein extra so ein Spezialziel für ein Rohr? Kann ich dir gleich zeigen. Das ist eigentlich nur eine Linse, wie so ein Augenlinse. Das packst du vors Handy. Wird ein Display herangezoomt. Das heißt, das Ziel, was er noch nicht mal mehr sehen kann, weil sein Punkt größer ist als das Ziel, ist dann herangezoomt. Dann hast du auch ein Zielfernrohr wirklich zum Durchschauen. Das ist auch extra für die App gemacht. Ich weiß nicht, ob ich. Achso, oh. Also einen weiteren Treffer hast du. Sonst, wenn du möchtest, kannst du auch sonst, auf näherer Distanz bewegen. Richtig Über Sound. Also die Technik ist so, die App schaut durch deine Kamera und die Kamera sieht ja, wenn sich der Hintergrund irgendwie verändert. Ja. Und dadurch, diese Information nutzt die App, wandelt die um das in die Bewegung. Ach, mit Gyrosensor dann noch so in Kombination. Genau, mit GPS-Kamera, dann erkennt er halt, wie du deine Waffen bewegst. Und das Mikrofon erkennt, wenn du schießt. Also das ist jetzt mit dem SIG, GBB geht natürlich auch, oder aber auch das normale Abschlagen, wenn du jetzt die Schafe hast. Das wird auch ausreichen, damit Dankeschön. Du dann das machen kannst. Willst du ein anderes Level haben? Alter. Kannst du sagen, was du willst? Scheiße. So, machen wir mal ein Shoot School, Alter. Shoot School, die Imitation. Was willst du haben? Ich habe hier auch Präzision, Limited Time, das ist doch viel. Genauigkeit, Long Distance Falling Plates, Short Distance, Hostage Szenarios. Ah.
Horseshit-Szenario sind, glaube ich, ganz cool, drin zu testen. Dann machen wir Midrange erstmal. Midrange. Testen wir mal. Okay. Die Haltung kannst du dir aussuchen, ne? Mhm. Und dann auf Start. Und das mach ich, weil du hast Handschuhe. Ah. Okay, hast du schon. Nächste die, ne? Du musst es hier dahinter treffen, ne? Das dahinter, genau. Mann. Oh. Weil die Bewegung ist. Ja, das ist dann der Hintergrund. Ja. Wenn der Hintergrund zu eintönig ist, dann gibt es manchmal Probleme. Es ist voll geil, einmal durch den Waffenrückschluss und das imitiert das hier selber noch ein bisschen. Das ist ja wackelig, ein kleines bisschen extra noch mit. Was übrigens auch cool ist, schau mal oben rechts. Ja, jetzt hast du eine. Oben rechts siehst du ja eine Munitionsanzeige hier, ne? Oh. Eingestellt ist das 30 Schuss. Wenn du 30 Schuss durch hast, musst du reloaden im Real Life. Die App erkennst dann, wenn du die Waffe hochnimmst. Ah. Jetzt machst du einen Reload und jetzt gehen wir runter. Und dann erkennt dann, dass du nachgeladen hast. Dann hast du wieder 30 Schuss. Da hast du eine Straße. Gibt es schon öffentlich irgendwo? Ja, das kannst du bereits kaufen. Aber noch kurz. Und jetzt hast du eine lange Straße und jetzt kommen die Zombies auf dich zu. Auf mich zu. Genau. Die können aber auch weiter weg spawnen. Da ist auch ein Ziel für nur manchmal nicht schlecht. Ja, kann man mal. Entweder du wartest, bis sie näher rankommen, aber die können hier spawnen, hier an der Ecke, also an den Fahrzeugen, immer da, wo die Gebäude sind, da können sie rauskommen. Oh, okay, ja, früher wir nach unten gucken. Genau, und wenn sie halt da unten ankommen, hast du verloren. Ja. Ah, da. Headshots helfen übrigens. Mhm. Die roten Fässer sind natürlich funktional. Du weißt, was passiert, wenn du drauf schießt, ne? Ist ja klar. Da steht der wieder auf. Ja, wenn du keinen Headshot machst, dann können sie wieder aufstehen. Also der unten ist tot. Ja. Ganz hinten. Das Seeverrohr ist wirklich. Das wäre hilfreich, ja. Du hast auch das Problem, wenn du die Pistolen-Mount hier kaufst, dann hast du alle Levels. Das heißt, du hast auch solche Levels. Und mit der Pistole, dann scheiterst du manchmal. Ja, aber gut. Aber das ist ja auch bereits die Sache, die man so im User, wenn man das so explizit will. SSB 5. Ja. Die jetzt direkt mal angefangen. Ja. Mal liegend, das erkennt die App. Dann bist du auch tiefer. Das mit dem Liegen will. Es ist voll geil, wie unglaublich genau das ist. Ja. Diese Hin und Her. Auch kleine Bewegungen werden akkurat erkannt. Mhm. Ja, auch dieses ganz leicht geschränkt worden, ne, dieses Drehen. Er kennt auch sofort mit dem Hin und Her. Ja. Aber da haben wir ja viele Probleme mit. Kommt das auch vermutlich auch aufs Handy ein bisschen an, je nachdem wie gut der Gyrosensor da drin ist. Ja, natürlich, ne. Mhm. Ich glaube, wenn ich jetzt in meinem A7 da ankomme, das 4 Jahre alt ist. Das wird auch gar nicht erkannt, also nicht mehr kompatibel. Aus dem Jahr 2019 sein. Ah. Ansonsten kannst du irgendwie mal starten. Das ist sehr prozessorlastig, diese ganze Anwendung. Ja klar, weil das muss ja alles geladen werden, auch diese kleinen Bewegungen und so. Aber von der Grafik her, finde ich, haben sie das ganz schick gemacht, aber es ist halt limitiert, dass halt Performance. Die haben es ja einfach, die haben sehr viele Polygons einfach gespart da. Aber bei der Straße zum Beispiel ist auch Aufgabe, das Gebäude, das haben sie schön gemacht.
Ich schätze mal, die haben auch innen drin einfach nichts modelliert, sondern tatsächlich nur das Außenmodell. Was halt sehr sparsam ist, aber auch nicht nötig in dem Moment, deswegen. Das ist auch geil, wie genau das da angezeigt wird. Was ist das da? Stable firing position. Testen wir einfach mal. Oh. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich. Videoloading? Achso, das ist Schutzschuhe. Da wird dir jetzt von einem Kollegen erklärt, wie du eigentlich vernünftig schießt. Oh. Und danach, wenn du das durchgeschaut hast, kannst du dann sagen, go to range. Und dann kannst du dann das, was er gesagt hat, direkt in die Tat umsetzen. Nur das Ziel ist andersrum. Mhm. Du hast direkt das Feedback links im Bildschirm. Aktuell bist du noch ein bisschen zu tief. Das ist voll geil. Gut. Ja, okay. Scheiße. Und die Firma, hast du gesagt, sitzt in Frankreich, ne? Genau. Ah, nicht Go-To-Range. Go-To-Range ist das Allgemeine, ja, wo du testen kannst und alles einstellen kannst. Und die ganzen anderen Sachen hast du bei Minigames. Das ist Black Hawk Down. Da hast du jetzt, am besten stellst dich dafür hin, da hast du jetzt ein breiteres Gebiet, was du scannen musst und da kommen immer wieder Gegner. Und die schießen zurück. Oh. Oben hast du eine rote Leiste, das ist dein Leben. Die können auch auf den Gebäuden und so weiter spawnen, deswegen immer ein bisschen scannen. Schau ein bisschen nach links und rechts, weil die können auch... Die können echt weit sein. So genau, vorne hier hast du ein echt breites Feld, was du scannen musst. Das ist ja geil. Die können oben sein, die können unten sein. Da oben habe ich gerade drüber. Ich hab's gesehen. Oh, was ist meine Lebensleiste und ich bin blind. Doch, da. Meinten die pieken Blitzen auf sehen. Und gehen auf die Entdeckung. Das Gelbe, so ganz ein bisschen. Da habe ich jetzt von irgendwo schon wieder anders angeschossen. Dahinter. Aha. Genau jetzt. Ach, das ist meine Lebensleiste, wenn wir die anschließen. Das ist auch geil, man sieht die Waffe, die so hin und her schwenken. Ich glaube, von links ist sie gleich noch. Da unten, hoch. Ja. Hast du, sehr schön. Da oben. Wo denn noch? Ach, da ist er. Oh. Das war's. Das ist... So, das ist voll cool mit diesem weiten Bereich so. Genau, da musst du halt viel scannen. Ich habe gestern gedacht, dass dieser kleine Punkt da oben, dass das ein Gegner ist, wo man nur den Kopf sieht. Das ist scheinbar nur Deko oder so. Ja. Das ist cool gemacht. Auch da vorne, einmal war da einer hinter, da hat man die Waffe gesehen, als hätte er nachgeladen. Kann sein, dass es einfach nur wegen dem Schwenken war oder so, aber es sah so aus, als hätte er einfach nachgeladen. So. Ja, die gehen auch in Deko und kommen dann wieder normal hoch. Also die stehen jetzt nicht dumm rum. Voll das gute Gimmick. Das macht voll viel Spaß. Allein dieses Umgucken so, wie genau das ist. Sonst, wenn du möchtest, kannst du mal auf ein Hunting-Level wechseln. Das haben wir noch gar nicht gezeigt. Ah, hier vorne direkt. Das ist wichtig, wie du triffst. Die Frage ist, wird da zwischen Kopf- und Halstreffer unterschieden, wie es sonst ist? Oder halt auch Herztreffer und so? Ja, hier musst du wirklich gucken, dass du auf die richtigen Zonen. Und wenn du daneben schießt, dann laufen sie auch weg. Ach, guck mal, weil ich jetzt verfehlt habe, schätze mal, und dann... Genau, du hast ein paar Trefferlein, die nicht so sinnvoll waren, deswegen hast du weniger Sterne bekommen.
Das ist jetzt ganz hinten. Ah, jetzt. Auch noch ein Stern. Hier, ab diesem Punkt braucht man wirklich das Zielfernrohr. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, die stellen sich auch kurz auf die Hinterbeine zum Teil, wenn sie getroffen werden. Als wäre es so deren Reflex tatsächlich. Mhm. Ja, wie gesagt, die stehen nicht dumm rum danach, mhm. Die reagieren schon. Da ist eine kleine AI eingebaut. Nicht viel, aber wie gesagt, muss halt auch nicht mehr. Hast du das Zielfernrohr dabei? Ja, habe ich. Dann lass uns das gleich damit mal testen. Ja. So, hier kann man auch nochmal einstellen. Einmal das Kaliber, aber auch wie hoch die deine Optik sitzt, wie schnell die Kugel ist. Hier kann man also auch als echter Schütze dann sagen, ich nehme jetzt schwere Kugeln, Armor-Piercing raus, wie auch immer. Und das wird dann auch hier dann direkt berechnet. Also hier kann man als einstellen. Physik da drin. Genau. Sehr interessant, gerade halt in diesem Programmieraspekt ist es schon sehr, sehr gut gemacht. Weil das alles zu berechnen und das in dieser Engine umzusetzen, gerade mit diesen vollständigen Ranges und so, mit den Tieren nochmal. Ja, und das macht alles schon, dein Handy. Und das Ganze halt 3D-Model, das auf dem Handy, das so optimiert und deswegen dementsprechend meine ganzen Model-Tests, ich meine, eine Menge extra nochmal gespart, dennoch wirklich genial umgesetzt. So, jetzt haben wir uns ja schon die Levels angeschaut, kommen wir mal zu ein paar technischen Sachen. Diese App funktioniert so, dass die Kamera aktiv ist von eurem Handy und wenn ihr dann die Waffe bewegt und sich das Handy dann quasi mitbewegt, dann erkennt ihr die Kamera, okay, mein Hintergrund verändert sich. Und diese Information wird von der App umgewandelt in Bewegungsinformationen, dass dann halt das Bild in eurem Screen sich mitbewegt. Dadurch ist es sehr prozessorlastig. Wichtig ist auch, dass ihr einen Hintergrund wählt, der gut beleuchtet ist. Also jetzt nicht im Dunkeln, funktioniert es leider nicht. Und ihr müsst im Hintergrund ein paar Sachen haben. Also sowas zum Beispiel hinter mir, so eine ganz klare Wand, ohne Falten, ohne Bilder, ohne irgendwas, da gibt es ein paar Probleme. Und zwar in den präzisen Bewegungen. Wenn ihr euch nur ganz kurz bewegt, also vor allem bei den Sniper-Levels auf 200 Metern, dann bewegt ihr euch ja nur Millimeter, dann kann es sein, dass ihr etwas nicht erkennt. Am besten ist es, wenn ihr eine Tür dazu habt, ein Bild oder wie auch immer, irgendetwas, was das Handy, was die Kamera als Referenzpunkt nehmen kann zur Bewegung. Weil eine glatte Wand, da gibt es Probleme, das kannst du auch nicht so gut erkennen. Wenn ihr das in eurem normalen Zimmer macht, ihr habt ein Fenster, ihr habt vielleicht einen Schreibtisch drin stehen, da gibt es nie Probleme. Nur bei solchen Geschichten, wie gesagt, dann lieber eine andere Location suchen oder aber meinetwegen eine Pflanze hier hinstellen oder was weiß ich, dass einfach ein Referenzpunkt da ist. Es ist ja sehr prozessorlastig, das heißt, der Akku geht doch ziemlich schnell runter. Also, ich kann hier mit der App ungefähr 2 Stunden spielen, danach bin ich so bei ungefähr 30% Akkuleistung, also von 100%, 2 Stunden später auf 30%. Zieht schon, das Handy wird auch ziemlich warm, also der Akku ist wirklich am, der muss ganz schön kämpfen. Gut, mein Handy ist auch genau aus dem Jahr 2019, also nicht das leistungsstärkste. Bei neueren Modellen kann es besser sein, aber wie gesagt, mein Eindruck ist halt, Handy wird sehr, sehr warm und Akku geht schnell runter. Die Schüsse, die werden ebenfalls sehr sauber wahrgenommen, also ich musste da auch nichts einstellen und sowas. Bei GW läuft es sehr, sehr gut. Bei der SIG kann es manchmal sein, dass das Nachladen als Schuss erkannt wird. Das kann man aber auch dann einstellen, wie gesagt, in den Einstellungen, wenn es zu empfindlich sein sollte. Aber sonst immer, wenn man den Abzug betätigt und die Waffe einen Leerschuss macht, dann funktioniert die App und der Schuss wird auch sauber erkannt und auch sofort ohne Delay oder ähnliches. Das läuft wirklich sehr, sehr gut. Da kann man mal ansprechen, ALG oder GBB, was macht da mehr Sinn? Beides funktioniert, ihr könnt mit einer Springer das machen, dann könnt ihr auf den Sniper-Modus wechseln, habt ihr dann dieses Repetieren, wird dann kurzzeitig nicht als Schuss erkannt für 3 Sekunden, 6 Sekunden, 9 Sekunden. Da wird also nichts erkannt, da könnt ihr entspannt nachladen. Meine Empfehlung, packt das auf eine SALG. Einfach aus Kostengründen, weil Strom ist noch verhältnismäßig günstig. Wenn ihr da eine Gasflasche durchhaut, dann geht es doch ziemlich schnell ins Geld und ich meine, der Effekt ist der gleiche. Ich habe die meisten Levels nachher mit der SR4 gemacht von Norwich, mit der ALG, einfach nach aus Kostengründen und war auch am einfachsten, einfach Akku rein und gut ist und das Ding läuft. Was auch cool ist, ihr habt ja in der App eine Möglichkeit, eure Schusszahl zu limitieren auf 30 Schuss beispielsweise. Das heißt, ihr könnt dann auch sagen, wenn ihr leer geschossen seid in der App, dass ihr auch einmal nachladen müsst oder ähnliches. Das ist ziemlich cool, dann könnt ihr also auch euer Kit mit ins Spiel bringen, euren Plattenträger anziehen und immer dann, wenn 30 Schuss durch sind, könnt ihr einen normalen Reload machen. Das könnt ihr also auch damit wunderbar trainieren und nicht nur dieses reine Zielen und Schießen.
für wen ist das jetzt was oder was kann man damit machen? Also, natürlich könnt ihr damit einmal wunderbar Langeweile totschlagen, vor allem die Zombie-Levels finde ich sehr spaßig, aber ihr könnt natürlich auch damit wunderbar trainieren. Vor allem für die Leute, die keinen großen Garten haben, die vielleicht nur eine kleinere Wohnung haben und nicht schießen können in der Wohnung, da ist es eigentlich perfekt für genau solche Anwendungszwecke. Ihr könnt nämlich euer Kit benutzen, so viel ihr möchtet. Ihr könnt sagen, ich nehme nur die Waffe für normales Schießen. Oder aber ihr sagt, ich ziehe mein PT an, mein Belt und so weiter und mache noch dazu Reloads oder ähnliches und bewege mich im Raum oder wechsle die Schussposition, weil das erkennt ihr halt natürlich auch, wenn ihr sich in der Höhe verändert oder ähnliches. Das ist also ziemlich cool. Da könnt ihr also eure Gear genauso nutzen, wie ihr es auch auf dem Feld habt. Also genau damit trainieren. Das ist halt ziemlich cool. Und ihr habt so viele Levels zur Verfügung, dass ihr da alles mitmachen könnt. Normale Fun-Levels, Survival-Levels, Hunting-Levels oder halt normale Trainings-Level wie IQC-Shooting ähnliches, auf Geschwindigkeit oder was drin, auf Präzision drin. Da habt ihr echt verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt auch dann die Variante als Red Dot, als Zielfernrohr oder auch als für die Pistole. Also da haben wir echt viel und gerade für die Leute, die nicht normal schießen können, da ist das wirklich perfekt für diese Leute. Ich habe es eben schon mal ein bisschen angesprochen. Ihr habt, wenn ihr die App startet und den Code eingibt, habt ihr alle Level zur Verfügung. Egal, ob ihr die Sniper-Variante nehmt, die Red Dot-Variante oder die Pistolen-Variante. Das kann zu dem Problem führen, dass wenn ihr bei der Pistolen-Variante Long-Range-Ziele auf einmal bekommt, dass ihr dann daran scheitern werdet, weil einfach das Display dann so limitiert ist, dass das Ziel nur so ein Pixel groß ist. Und das ist einfach nur Glückssache, ob man trifft oder nicht. Deswegen, wenn ihr euch unsicher seid, welche Variante nehme ich eigentlich, ich würde euch eher die Rifle-Variante empfehlen, weil ihr könnt hier auf Red Dot Short Range wechseln oder auf die Long Range-Variante, da könnt ihr nämlich alle Levels problemlos machen. Wenn ihr unbedingt die Pistolen-Variante nehmen möchtet, dann tut das ruhig, aber ihr werdet wahrscheinlich nicht alle Levels schaffen können. Das habe ich aber bereits dem Dev-Team mitgeteilt. Da soll demnächst eine Option kommen zum Skippen von Levels für genau solche Spieler, die halt nur die Pistolen-Variante benutzen. Ich habe jetzt hier beide Varianten. Ich habe mir die Rifle-Option selber gekauft für 90 Euro und die Pistolen-Variante von denen geschickt bekommen aufgrund dieses Videos. Ich habe aber auch zwei Codes bekommen und wenn ich jetzt mal überlege, ich bin jetzt ein normaler Spieler, sage ich jetzt mal, und ich möchte beide Varianten benutzen, das ist schon viel Geld, das sind 200 Euro insgesamt und ich habe zwei Codes. Brauche ich ja nicht unbedingt. Also es wäre cool, wenn es eine Option geben würde. Ich habe bereits einen Code, ich brauche nur die Mount, dass man dann den Preis runtersetzen könnte oder ähnliches. Das habe ich denen auch schon mitgeteilt. Wollen sie ebenfalls dran arbeiten. Also generell vom Feedback her haben sie alles sehr gut angenommen. Das, was ich jetzt hier sage, ist quasi schon bei denen im Dev-Team bereits in der Diskussion und bereits in der Umsetzung, was ich auch ziemlich cool finde, dass so schnell ging alles. Aber wie gesagt, hier, wenn ihr beides möchtet, ziemlich teuer, ihr bekommt zwei Codes, braucht man nicht unbedingt, es sei denn, ihr möchtet einen Code verschenken oder an euren Freund weiterverkaufen oder ähnliches, könnt ihr überlegen, ob ihr das möchtet. Wie gesagt, ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr unsicher seid, nehmt die Rifle-Variante, das ist erstens günstiger und zweitens habt ihr hier mehr Möglichkeiten. Kommen wir zum Pro und Contra, was finde ich gut? Erstens, Schusserkennung funktioniert jedes Mal auch in einem Raum, wo es vielleicht ein bisschen halliger ist oder ähnliches, funktioniert wunderbar, immer wenn man abdrückt, nie Probleme gehabt, läuft. Zweitens, den Aspekt, dass man Training mit Spaß verbindet. Also gerade, wie gesagt, irgendwie Zombie-Levels beispielsweise oder ähnliches. Wir können einfach normal trainieren und haben nicht solche normalen, trockenen Drills, sondern haben wirklich ein visuelles Feedback, visuelle Stimulation beim Training oder ähnliches. Das ist ja echt ziemlich cool, dass wir beides kombinieren können. Drittens, einfache Möglichkeit, von der Pistolen-Mount zur Rifle-Mount zu wechseln. Einfach Handy durchschieben, Einstellungen kurz ändern und es funktioniert. Wir müssen nichts weiter machen, außer diesen einen Knopf drücken, auf Mode wechseln. Ansonsten läuft es. Das Level-Design und die Themes finde ich auch ziemlich cool. Die Level sind echt schon liebevoll gestaltet. Das ist jetzt nicht so eine platte Welt, sondern wirklich mit Details. Ist natürlich aber auch so gemacht, dass auch das Handy damit klarkommt. Natürlich, je mehr Grafik wir laden, desto langsamer wird das Ganze. Und da wurde eigentlich ein schöner Sweet Spot gefunden zwischen Performance und Aussehen. Was auch richtig gut ist, dass die App sehr präzise ist bei kleinen Bewegungen. Gerade bei den Sniper-Levels, das ist sowas von wichtig. Da könnt ihr also wirklich die Waffe minimal nur bewegen und ihr bekommt auf 200 Meter einen großen Unterschied. Also die App erkennt auch kleinste Bewegungen echt genau. Das finde ich wirklich beeindruckend, dass das jetzt schon technisch so möglich ist. Das ist echt wirklich ziemlich cool. Gerade für Anfänger ist die Shooter School vielleicht eine interessante Option. Da bekommt ihr alles beigebracht, was ihr wissen müsst, um vernünftig schießen zu können. Schussposition, Haltung und so weiter. Wird da alles schön erklärt und direkt mit einem anschließenden Level zum Trainieren. Also das wird auch gut umgesetzt für die Neulinge unter uns.
Was ich auch gut finde, ist diese Safety-Checkliste am Anfang. Wie gesagt, nehmt das jetzt nicht nur als Haken, 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 Haken und durch, sondern wirklich lest das nochmal, macht eine Checkliste im Kopf. Okay, ist jetzt die Waffe angeschlossen, funktioniert diese, habe ich eine Kugel in der Kamera, habe ich Kugeln in dem Magazin oder ähnliches, dass einfach nichts weiteres passiert. Finde ich echt gut, dass so ein Safety-Check dabei ist, direkt am Anfang, dann kann man das auch nicht vergessen, mal eben so. Und was ich auch gut finde, ist das Interface der App, also generell, wo die Buttons sind, die größten der Buttons. Es ist easy aufgebaut, man kann es leicht verstehen, wie sich die Level unterteilen und so weiter. Das haben sie eigentlich auch ganz schön gemacht in meinen Augen. Kommen wir zu den negativen Aspekten, beziehungsweise eher zu meiner Wunschliste für die Zukunft. Nummer 1, noch mehr Levels, noch mehr Themes. Klingt ja erstmal komisch, weil wir haben ja bereits über 100 Level. Aber wenn ihr euch da mal hinsetzt für eine Stunde oder zwei Stunden, da könnt ihr schon Level nach Level nach Level durchhauen. Und da seid ihr doch ziemlich schnell durch. Ich würde mal so schätzen, wenn ich meine Zeit hochrechne, dann könnt ihr alle Levels in 8 bis 9 Stunden durchhauen. Wenn ihr euch da wirklich ransetzt und euch Mühe gibt und die Levels nicht wiederholt, zwischendurch ähnlich, so einfach durchzieht, auch meinetwegen mit ein Stern-Rating einfach nur durch, dann kann man das doch ziemlich schnell abhandeln alles. Deswegen fände ich es cool, wenn da noch mehr Level kommen, auch vor allem mehr Themes, beispielsweise diese Zombie-Level, nicht nur die Straße, sondern vielleicht auch ein paar andere Locations. Das finde ich ja ziemlich cool, dass da ein bisschen mehr Diversifikation reinkommt. Punkt 2, was cool wäre, wo es aber schwierig ist, das verstehe ich auch, ist die technische Umsetzung bei älteren Geräten. Also wie gesagt, mein Handy ist ja aus dem Jahr 2019 und das geht. Aber wenn ihr halt ein älteres Handy benutzt, gerade für die jüngeren Zuschauer unter uns, die haben natürlich jetzt nicht jedes Jahr das neueste Handy, da habt ihr dann Probleme. Und das wäre dann natürlich schade, wenn ihr das kauft, dann funktioniert die App nicht, deswegen vorher unbedingt checken, ob ihr App runterladen könnt. Aber es wäre cool, wenn diese App noch für ältere Geräte kompatibel ist, wenn man da noch was optimieren könnte an der Technik, dass es einfach funktioniert. Das wäre noch cool, aber ich weiß, es ist schwierig umzusetzen, weil einfach eine technische Anforderung da ist, die ziemlich hoch ist. Eben angesprochen auch bei den beiden Mounts, es wäre cool, wenn man die Option hätte, dass man die zweite Mount ohne Code kaufen könnte für weniger Geld, dass man einfach hier auch ein paar Euro sparen kann, weil ich habe beispielsweise jetzt zwei Codes, den zweiten brauche ich nicht. Punkt 4, separate Levels für Sniper, Red Dot und für die Pistole. Also da mache ich jetzt nicht die Levels an sich, weil die gibt es bereits, sondern dass man diese klar kennzeichnet. Also zum Beispiel, dass man dieses Icon eine Pistole reinmacht für Short Level, wo man sagt, das ist eher so für die Pistolenspieler geeignet. Dann aber auch ein Zielfernrohr zum Beispiel für die Long Range Level und dass man diese ebenfalls unterteilt, dass man auch diese separat leveln kann. Weil wenn ich jetzt als Pistolenspieler auf eine Long Range Level stoße, dann komme ich da in der Regel nicht weiter, nur mit Frust und mit sehr viel Zeit. Das wäre halt schade. Und ich muss dieses Level aktuell abschließen, um zum nächsten zu kommen, was eventuell wie auf Short Range spielt. Deswegen, wie gesagt, wäre es cool, wenn man da einmal ein Icon reinmachen könnte, dass man sofort weiß, okay, welcher Modi, welche Mount ist hier gerade angemessen für das Level oder auch dann die Option, das zu skippen, wenn ich dieses Setup aktuell noch nicht besitze. Und was ich auch cool fände, ein separates Leveling oder Star Rating für die einzelnen Mounts. Ihr habt ja eben gesehen, manche Level hatten bei mir 3 Sterne, manche hatten 1 Stern und es hat stark Unterschiede gemacht, welche Mount ich benutze. Bei der Pistole muss ich sagen, war ich jetzt echt nicht der Beste, da habe ich noch ein paar Defizite. Mit der Rifle Mount war ich wesentlich besser. Und da ist natürlich jetzt schön, wenn ich weiß, okay, ich habe in dem Level mit der Pistole 1 Stern bekommen, mit dem Retro 2 Stern, mit dem Scope 3 Sterne beispielsweise. Weil so habe ich nur ein Rating für ein Level und es ist egal, welche Mount ich benutze. Technisch ist es ja möglich, weil wir gehen ja vorher an, welchen Mode wir einstellen. Deswegen wäre es auch cool, wenn wir den Mode wechseln, dass wir die Level quasi alle nochmal spielen können mit einem neuen Rating. Dass wir das alles separat hätten können. Weil sonst ist es natürlich auch beim Leaderboard schwierig, wenn ich jetzt eine Pistolen-Mount habe, da kann ich nicht Platz 1 nehmen beim Long Range oder sowas. Ne, da haben einfach die Leute hier einen Vorteil. Und dann wäre es halt cool, wenn man das separieren könnte. Kommen wir zum Fazit. Also ich muss sagen, ich hatte echt viel Spaß beim Spielen der ganzen Levels und auch der Trainingaspekt mit der Kombination zum Spaß. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Vom Preis ist natürlich, würde ich sagen, etwas höher angesiedelt für dieses System, aber technisch funktioniert es wunderbar. Ihr habt bereits über 100 Levels. Und das Dev-Team arbeitet bereits an 9 Levels und an dem Feedback, was ihr auch eben bereits gehört habt. Also es wird immer weiterentwickelt und ich denke, für den Preis ist dann doch angemessen. Cool fände ich ja, wie gesagt, wenn man noch eine Option hätte, dass man beide Mounts bekommt mit einem Code für ein bisschen weniger Geld, da einfach einige Levels dann einfacher sind mit der anderen Mount. Grundsätzlich, ich finde das System richtig cool. Ich habe echt Spaß gehabt, ich werde es auch weiterhin benutzen. Ich glaube, es werden auch einige von euch viel Spaß dran finden, die beispielsweise nur eine kleine Wohnung haben oder ähnliches und sehr limitiert sind, was das Thema Training angeht, im Winter beispielsweise, oder wenn man nicht gerade zocken kann. Also hier finde ich es eine sehr, sehr gute Option. Es funktioniert wunderbar, es hat viele Levels, es macht echt viel Spaß
Und ich kann es euch eigentlich echt nur empfehlen. Schaut es euch gerne mal an, wenn ihr Interesse habt. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von so einem System haltet. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Video. Ciao. I have a dream. That's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.